So, habe heute eine Profil Holzfräse gebaut und mein kleines Haus. Ja, es ist vielleicht doch ein guter Zeitpunkt, mal was über den lieben Boris Palmer zu sagen. Ich habe ja damals schon beim ersten Mal, als er das N-Wort gesagt hat, da so ein schönes Video gemacht, dass er kein Faschist ist. Und jetzt an dem, da ist eigentlich alles verkehrt. Ja, es ist irgendwie, das müsste jetzt eine Stunde reden irgendwie. Und deswegen, ich habe ja selber irgendwie die letzten 20 Jahre die meiste Zeit auf Bayerns Straßen gelebt. Und deswegen, ein paar Mal auch schon so ähnliche Situationen wie. Ja, und deswegen keine, auf die ich wirklich stolz bin, aber was halt irgendwie alles über ihn jetzt erzählt wird, irgendwie und deswegen, um mal zu verstehen, warum er das gesagt hat, habe ich halt so ein bisschen irgendwie ähnliche Situation und zwar. Es ist irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie auf der Straße irgendwie und dann so ein Mob oder irgendwie in Bedrängnis, ja, dann hat man eigentlich wie immer irgendwie, entweder du verlierst oder du versagst. Also der Versager, der rennt halt weg, der tut so, als ob es ihn nichts angeht oder er findet irgendwelche Ausreden. Und der Verlierer, der tut halt das, worauf er stolz ist, was er ist. Das heißt, in so einem Augenblick, wenn dann vielleicht die Beine ein bisschen weich oder irgendwie, ja, und so unter Druck, dann ist so von wegen, oh Scheiße, okay, müssen wir halt jetzt durchziehen. Ja, also so von wegen, okay, das bin halt ich und jetzt passiert halt irgendwie das, was jetzt passiert. Ja? Und in so einer Situation, da ist man jetzt nicht irgendwie so spontan irgendwie und verhaspelt sich dann in irgendeine Richtung, die man irgendwie, ja, also ich nicht und der Palmer ist hier intelligent, aber irgendwie jetzt so redegewandt, dass er irgendwie wirklich aus dem Stegreif wupp und so, denke ich eher auch nicht, weil er ja schon öfter so komische Sachen gesagt hat. Es ist eher so, in so einer Situation, dann tut man das, was man immer tut, ne? Was ich ja eben sagte, okay, jetzt ich tue halt das, was ich bin irgendwie und deswegen entweder man wiederholt was oder man tut was, was man schon mal gedanklich durchgespielt hat. Und das mit dem Judenstern, das hat ja schon eine Geschichte irgendwie, dass er praktisch das selber irgendwie vorgeworfen bekommen hat. Als er da irgendwie in Tübingen, glaube ich, irgendwie so Armband und dann ist auf so Markierung und dann auf seiner Facebook-Seite sind dann 1000 Judensterne irgendwie gepostet worden. Da hat er sich furchtbar drüber aufgeregt, ja, und hat dann eben auch selber gesagt, von wegen, damit würde halt das irgendwie das Unsagbare, das Verschieben von einem Wort, dass man das irgendwie jetzt. Ja, aber das war korrekt, ja, weil da ging es ja darum, dass diejenigen. Also es war keine Minderheit, die dann diskriminiert worden ist, sondern es waren die, die geimpft worden sind, irgendwie sind markiert worden und durften dann irgendwie, also umgekehrt, wenn die, die sich nicht impfen lassen würden, so ein Armband bekommen hätten und dann in der Stadt irgendwie diskriminiert worden wären, indem sie irgendwie nicht in die Geschäfte, dann wäre das mit dem Judenstern okay geworden. Aber es ist genau das Gegenteil, weil die, die das hatten, denen wurde ja praktisch irgendwie geholfen. Ja, aber das, was ich dann eben so jetzt nachvollziehe, irgendwie, das hat im Prinzip, er hat sich damit schon mal beschäftigt, mit dem Judenstern. Deswegen, das ist ihm nicht so rausgepoltert. Ja? Und deswegen, als er dann das jetzt hier in dieser Situation irgendwie, da hat er gemerkt, ah, da ist jetzt eigentlich das. Und deswegen kam halt dann hier diese. Ja, also erstmal. Da komme ich später drauf, dass der Boris Palmer sich halt irgendwie auf der Straße mit den Menschen, die nicht seiner Meinung sind, irgendwie immer noch irgendwie so eine, erkläre ich dann, ja. Aber er hat im Prinzip recht, ja, weil das ist im Prinzip jetzt irgendwie eine Sache,
also bei den Juden war es halt, er ist ein Jude und dann kriegt er ein Etikett drum, ja, und das zur Diskriminierung. Und er sagt eine Sache, nämlich er benutzt das Wort Neger, ja, und deswegen irgendwie Etikett, irgendwie Nazi, ja, zur Diskriminierung, ja, also im Prinzip, er hatte das im Prinzip schon mal vorher, hat es anders und deswegen hat er das jetzt angebracht. Und das erklärt auch, warum er dann danach in dem Podium, als er da irgendwie dann von ja, tschüss und verpiss dich, wollte ich jetzt, habe ich nicht. Ich sage ja immer, also Faschismus gibt es ja jetzt hier auch wieder und ja, Entschuldigung, ihr seid eh alle zu blöd und habt schon alle abgeschaltet. Ich mache da immer von 1984 dieses wunderbare Definition, irgendwie dieses Bild eines ewig am Boden tretenden Menschen mit einem Fuß irgendwie treten. Aber da gibt es noch einen Satz davor, der jetzt hier eigentlich auch passt. Es geht darum, um diesen Sieges, dieser ewige Sieg, dieses, ja, dieses, ich blende es jetzt dann später ein. Ja, und jetzt hier dieses, da. Alle, die sich danach irgendwie wirklich gefeiert haben, endlich hat der Boris Palmer irgendwie verloren und wir haben ihn gesiegt und haben ihn jetzt irgendwie endlich irgendwie in die Ecke und raus oder sowas, ja, das sind alles Faschisten, ja, ernsthaft. Definition 1984, Orwell, ja, dieses Lustgefühl des Sieges oder sowas, ja. So. Als er dann drinne war, wo habe ich das, ja? Das hat mich gewundert, ja? Warum macht er jetzt dieses Konstrukt irgendwie mit der Literatur, ja? Weil vorher, da hat er das ja schon im Zusammenhang irgendwie, so wie ich es dann auch immer benutze, denke ich, ebenso als Sarkasmus, ja? Und hier, aber das erklärt jetzt irgendwie den sicheren Weg. Ihm ging es jetzt gar nicht darum, das Neger wirklich jetzt zu benutzen, eben als sarkastisch, um irgendjemand irgendwie vom Kopf zu stoßen, dass er ja eigentlich selber ein Rassist ist, ja. Sondern es war im Prinzip jetzt, er war ja vorher draußen, hatte sich eben da mit Dings und da war dieses mit dem Judenstern und es ging jetzt eigentlich nur darum, dieses N-Wort zu sagen. Ja, und deswegen hat er jetzt dann im Prinzip wirklich einfach die sichere Sache. Es geht jetzt, ich brauche jetzt keine irgendwie wirklich Diskussion, es ist jetzt gerechtfertigt, dieses Wort hier, sondern ja, Astrid Lindgren oder so. Ja. Deswegen kommt das irgendwie jetzt kam das in der Diskussion einfach so vor, ja, was die Versager, die natürlich außen alle vorbeigerannt sind und sich dann drinnen irgendwie gegenseitig vorheuscheln und so schöne Diskussionen über Dings, die haben dann halt wahrscheinlich oder die ganze Welt nicht kapiert, warum fängt der jetzt ausgerechnet da wieder mit dem Wort an. Ja, aber er hatte halt vorher noch da dieses und schwammige Beine oder sowas draußen mit dem Mob. Ja, da hat er das praktisch gesagt, das war schon wirklich provokativ, aber er hat es im Prinzip vorher durch, das ist auch okay, komme ich auch noch gleich drauf. Ja, und deswegen bringt er das Wort jetzt innen drin auch, ja. So, und dann kann ich ja gleich so die Reaktion von dem danach, ich hänge am Ende, glaube ich, diese drei Videos dann nochmal irgendwie komplett dran, irgendwie, ja. Die sind alle so verblödet, ja. Das Wort hat für Hass gesorgt und schlimme Sachen, ja. Und diese Öko-Nazis, nenne ich sie jetzt, ja, also ich, ja, also die linken Faschisten, die glauben, wenn man ein Wort verbietet, dann würde auch der Hass und das alles auch verschwinden, ja. Das ist im Prinzip auch 1984, ja, liest ja keiner mehr, denke ich. Ja, also eben, da wollten sie ja wirklich den Wortschatz so verkleinern, dass der Mensch nicht mehr zur Kritik fähig ist, weil ihm die Worte fehlt und er gedanklich halt keine Kritik mehr formulieren kann. Das hat im Prinzip noch so Sinn gemacht, ja, wenn halt wirklich nur noch so die Wörter für komplexe Sätze fehlen, dann kann man halt nur noch einfache Sachen, ja. Aber hier, bei dem N-Wort, ja, geht es ja wirklich darum, der Hass und der Hass direkt irgendwie abschätzig, die Neger oder sowas, ja. Und das ist der direkte Schritt zu instinktiven Gefühlen der Rechtsradikalen, des rechten Faschismus, zu diesem einen Wort. Und
jetzt diese Vorstellung, wenn man dieses Wort verbietet, dann wären jetzt die ganzen Nazis auf einmal liebe Menschen. Ja, also völlig bescheuert. Ja, also diese Aufregung, dass man dieses Wort unbedingt nicht mehr sagen darf und dass dieses Wort jetzt abgeschafft werden muss. Ja, völlig daneben. Ja, okay. Das war jetzt so die Erklärung, warum er das mit dem Judenstern und warum er dann innen drinne irgendwie das nochmal zur Sprache gebracht hat, ja, um das halt zu triggern. Ich meine, natürlich im Nachhinein hat er bestimmt viele Dinge, also fände ich auch irgendwie, als er da diskutiert, da ist ja ein Farbiger irgendwie und der hätte halt wirklich ihm direkt sagen sollen, also du bist kein Neger. Ja, natürlich nicht. Nur weil du schwarze Hautfarbe hast, bist du kein Neger, weil Neger sind eben nur, wenn Rassisten das sagen, und für mich bist du irgendwie ein ganz normaler Mensch oder sowas, ja. Zu differenzieren, aber wie gesagt, da ging es ja eher mit dem Judenstern. So, und das, jetzt wird es nämlich eigentlich interessant. Weil dann ging es ja los von der Relativierung vom Holocaust oder so. Und ich habe da nach zwei Tagen erst irgendwie auf einmal gemerkt, stopp mal, der Judenstern war doch nicht der Holocaust. Also der Holocaust ist die Ermordung von 6 Millionen Juden und der Judenstern war doch eigentlich eine Vorstufe davon. Also so eine Diskriminierung, so diese Taktik der Nazis, dass man die so den Hass eben irgendwie auf die richtet und ausgrenzt und sie entmenschlicht. Ah ja, gibt es so ein paar Filme irgendwie. Freedom Writers irgendwie, schöner Film. Könnt ihr gerne mal schauen. Und deswegen war der von diesen vielen mit der Kristallnacht etc. etc. Und es gab ja schon diesen Judenstempel im Pass oder so und dann eben auch noch das Dings. Bei Wikipedia und dann steht da tatsächlich irgendwie, nee, der Judenstern irgendwie war schon Teil des Holocaust. Wie gesagt, irgendwie die Ökonazis sind überall. Ich habe mir das dann mal angeschaut, irgendwie, das war, ich glaube, am 19. August irgendwie 41 gab es diesen Erlass. In den äußeren, in den besetzten Gebieten gab es ihn schon früher, aber da haben es auch andere, aber dieser reichsweite irgendwie 19. August. Und dann, weil steht dann hier so, tatsächlich sollte irgendwie die Deportation erleichtern. Also, dass es eine Maßnahme zur Deportation war. Also irgendwie, das war irgendwie, es ging gar nicht um Diskriminierung, es ging darum, dass die so ein Zeichen haben, damit die dann abtransportiert werden können. Was in den besetzten Gebieten ja eigentlich, deswegen war es ja auch früher, da hat ja auch der Holocaust schon früher angefangen, also diese Massenmorde. Hat da, sag ich mal, Sinn gemacht, weil sie da nicht so Zugriff hatten auf die ganze Einwohnermeldeamt und deswegen, wenn die da alle so ein Zeichen, war es halt praktischer. Ja, während jetzt, dass die in Deutschland, ich meine, mit dem Stempel und irgendwie deswegen, und dann war hier als Beweis irgendwie, dass das irgendwie so eine Quelle, und die Quelle habe ich mir dann auch nochmal angeschaut, wo haben wir die? Irgendwie, und dann steht auch nur so Ende 1941, wer es sehen wollte, konnte es sehen. Aber wie gesagt, der Judenstern war 19. August. Und die Wannsee-Konferenz war erst am 20. Januar 1942. Schon alles ein bisschen eng. Ja, aber da wurde im Prinzip diese planmäßige Deportation dann beschlossen. Ja. Und dazwischen war dann der Angriff auf Pearl Harbor, irgendwie, wo haben wir das Datum, Dezember 41, weil es schon hier irgendwie eine lange Liste, irgendwie die Goebbels und der Hitler, und die wollten es vorher schon, und nein, weil sie Angst vor den Amis hatten, und an sich ist auch der Judenstern irgendwie, also die Kennzeichnung ist, Jahrhunderte gab es das schon immer. Das heißt, ob das jetzt wirklich nur eine reine Maßnahme für den Holocaust war, ja, oder eben auch diesen diskriminierenden Anteil, damit dann der Holocaust irgendwie ohne schneller über die Bühne geht, weil es halt keinen Protest gibt, ist im Prinzip völlig unwichtig, weil es geht jetzt ja hier mit dem Boris Palmer darum, naja, doch irgendwie, die Ökonazis. Darum, auf der Straße irgendwie was zu tun, irgendwie für irgendwie etwas zu stehen, ja. Also es geht darum, wie die Menschen das und das praktisch die Mehrheit das noch als Diskriminierung, und so haben wir es auch in der Schule irgendwie ja alle irgendwie in den Filmen irgendwie
gelernt. Ja, deswegen sage ich mal, das war im Prinzip für jetzt diese Situation auf der Straße irgendwie etwas tun, irgendwie etwas sprechen, war es noch zur Diskriminierung. So, und jetzt werdet ihr natürlich von, Haarspalterei, ist es nun Holocaust oder ist es nun eine Vorstufe vom Holocaust? Das ist aber, jetzt wird es nämlich erst interessant. Ja, denn wenn es der Holocaust schon war irgendwie, also wenn sie schon Auschwitz, ich meine, hätte man sich vor Auschwitz irgendwie stellen können in der Fahne irgendwie und demonstrieren, dann wäre man gleich mit irgendwie reingesteckt worden. Während ich sag mal, als hier 19. August irgendwie hätte im Prinzip eine Person, die jetzt, sag ich mal, irgendwie noch angesehen war, hätte sich auch so einen gelben Stern, wo halt Deutscher draufsteht oder sowas, ja. Ich meine, wäre auch sofort von der Gestapo eingesackt worden, wäre für ein paar Wochen irgendwie in KZ, in Sachsenhausen oder so. Wäre aber dann wahrscheinlich irgendwie jetzt seinen Job etc. raus, wäre nicht unbedingt auch gleich mit ins KZ gesteckt worden, ja. Also mit vergast worden. So dass man eben schon sagen kann, das war eine Stufe, wo man irgendwie, war das Reinhard May, gibt dieses Lied irgendwie, dass man immer weggeschaut hat, als irgendwie jemand abtransportiert worden, als man dann selber abtransportiert war, war keiner mehr da, der irgendwie einem noch irgendwie helfen konnte. Das ist jetzt viele Sachen, ja, also was jetzt zum Beispiel hier mit dieser Sache auch sehr, sehr wichtig ja. ist. Dass er da irgendwie nicht weggelaufen ist, dass er da eben mit denen diskutiert hat. Es geht im Prinzip da auch darum, dass man auf verlorenem Posten steht. Ja, weil man kann immer sagen, ja, damals irgendwie, man hätte doch was tun sollen oder so, aber wenn man eben da, damals Judenstern oder so, und dann hätte man irgendwie was gesagt, pro Juden, also gab es ja schon dann so eine Verordnung, dass man sich keine Sympathie zeigen durfte, sonst ist man eben auch gleich verhaftet worden, Strafe, aber noch nicht gleich irgendwie. Und das ist ja auch so eine Lüge über das Nazireich damals, dass das alles irgendwie so sofort irgendwie unterdrückt. Das hatten die eigentlich ja gar nicht nötig. Ja, das komme ich jetzt wieder mal ein paar Tagungen mit meinem Papa irgendwie, dass die da irgendwie genau wussten, wie da die Alliierten vorgerückt sind. Also die Nazis hatten schon so eine breite Unterstützung irgendwie, dass sie das wirklich, wenn da jetzt wirklich jemand dann irgendwie Partei für die Juden oder so, ich meine, da wäre das die Welt nicht eingebrochen worden, ja. Und deswegen ich auch, dass es unbedingt verheimlicht werden musste, war auch nicht so, weil wenn es die meisten gewusst hätten, dass die Juden vergast werden, hätten gesagt, ja, ist ja gut oder so. Ja, es geht also gerade darum, wenn man irgendwie für Meinungsfreiheit irgendwie was tun will, dann ist eigentlich der Maßstab, dass man auf verlorenen Posten steht. Ja, das ist dann geht es eigentlich erst wirklich irgendwie, dann hat man Charakter, ja. Also ne, Verlierer oder Versager. Und deswegen, diese Situation hier muss man wirklich wichtig, dass er hier auf verlorenen Posten steht. Ja. Und deswegen auch, dass er danach das in der Diskussion irgendwie dann gebracht hat irgendwie, ja. Dieses auf verlorenen Posten stehen, das ist wichtig. Sonst kann er sich das Ganze sparen. Also dann hätte sich auch das Judenstern sparen können, ja. Das wäre dann irgendwie, erst wenn er wirklich auf verlorenen Posten, dann kann er auch wirklich irgendwie seinen Punkt machen, ja. Und deswegen, es tut mir irgendwie ja leid irgendwie, dass es irgendwie... Keiner versteht. Oh, es tropft jetzt ein bisschen. Aber ich habe jetzt hier ja so einen Sonnensieg. Gut. Und ich glaube, der letzte große Punkt. Diese Haarspalterei. Ist es nun Holocaust oder ist es eine Vorstufe? Und das ist jetzt irgendwie extrem wichtig und läuft halt auch wieder komplett verkehrt. Ja? Denn ich meine, wozu lernen wir in der Schule irgendwie Geschichtsunterricht eben über den Holocaust und über die Judensturm und diese Kristallnacht? Wozu, wenn nicht das Anwenden auf heute, um sich zu fragen, sind wir schon wieder in der Richtung oder so? Also, das Smartphone, weiß nicht, ob das auch drunter steht, ja? Ich meine, sonst, das
macht überhaupt keinen Sinn, ja, das alles durchzunehmen, wenn man sich dann nicht irgendwie die Frage stellt von wegen, dann bewegen wir uns irgendwie wieder in die Richtung, ja, also um daraus was zu lernen, ja. Und okay, diese drei Formen des Faschismus, der konservative Faschismus, der linke Faschismus und der rechte Faschismus, der Konversative schiebt die so vor sich her und der linke und rechte sind innerlich leer und definieren sich über den Kampf gegeneinander. Und deswegen, okay, jetzt die Öko-Nazis, irgendwie was zur Zeit irgendwie, das sind eher die, der linke Faschismus, ja, der irgendwie dann, wogegen er sich ja im Prinzip wehrt. Und deswegen, zum Beispiel auch, er möchte ja gerade nicht diese Worte verschieben, dass sie irgendwie sagbar werden, sondern er möchte ja gerade, dass es so bleibt, wie ist, während die Öko-Nazis wollen ja die Wörter verschieben und auslöschen, ja. Und das ist eben, eigentlich ist der Palmer, alles, was er tut und sagt, hat eigentlich immer dieses Liebe für die Demokratie, diese Mitte zu diskutieren auf der Straße, ja, ja. Es passt eigentlich alles irgendwie wie zusammen, ja. Und deswegen... Cool. Ich weiß jetzt nicht irgendwie, aber ich versuche mal weiterzumachen. Die DDR hat das nicht gemacht. Da gab es ja nicht diese Aufarbeitung. Ja? Da war diese Nazireich das absolut Böse und es wurde irgendwie eigentlich nicht irgendwie thematisiert. Und das war auch im Prinzip nach der Ideologie nicht nötig, weil das kleine Volk irgendwie, die hatten eh nichts zu sagen. Es gab ja zentralistische Führung und die sorgt schon dafür. Ja, das waren halt die linken Faschisten und die sorgen schon dafür, dass das nicht wieder passiert. Ich muss mich so ein bisschen unter das... Aber das lockert das vielleicht so ein bisschen auf. Hallo? Kriegen wir das nochmal scharf? Oder ist da jetzt ein Regentropfen genau auf das Ding gefallen? Das ist natürlich jetzt nicht so toll. So, der Regen ist vorbei und die Vögel zwitschern jetzt. Die DDR. Ich habe ja gerade gesagt, da war das irgendwie, da war Aufarbeitung nicht nötig. Also sich zu fragen, wie es dazu kommt, dass der Bürger irgendwie selber irgendwie wachsam ist oder so. Dafür gab es ja eben die zentralistische Führung. Und deswegen gab es da keine Aufarbeitung. Und deswegen, dass man jetzt hier praktisch die Judenstern, die Anwendung, die Frage irgendwie, ist das hier zurzeit auch irgendwie ein Faschismus? Dass das nicht erlaubt ist, sondern sofort eine Relativierung und vor allem alles ist dann sofort der Holocaust, ist im Prinzip das... keiner will es gewesen sein oder so. Ne? Also damals irgendwie im Westen, da sollst ja eigentlich die Aufbereitung, aber irgendwie, nee, wir würden nicht und irgendwie keiner wollte was mehr damit zu tun haben. Und deswegen ist jetzt praktisch diese Anfeindung und dieses, das ist eine Relativierung, dass man es verbietet, irgendwie sich zu fragen, ob es wieder dazu kommt, ja, ist im Prinzip eine Leugnung von der Verantwortung, dass wir auch noch zu fähig sind. Ja? Stattdessen gibt es dann eben nur so den Holocaust. Also KZ Sachsenhausen oder Auschwitz, da geht man hin und schaut sich das an und dann wird man traumatisiert, wie schlimm das ist. Und dann weiß man das irgendwie, was das ist, der Holocaust, ganz böse und deswegen wird das nie wieder passieren. Geht erstens, wie gesagt, nur, wenn man dann halt irgendwie die Demokratie abschafft, ja, und so eine zentralistische Führung, die dann halt irgendwie, ne, die Ökonaut, aber das macht im Prinzip durchaus Sinn. Das ist so eine Traumatisierung, Konditionierung von wegen, das ist ganz böse, das darfst du nie tun, ja, ist im Prinzip wie beim Hund. Der Hund, der dressiert wird, der irgendwie schockmäßig und irgendwie... Aber der Mensch ist kein Hund. Das ist wichtig jetzt, ja? Es geht nämlich darum, irgendwie, was wir in der Schule irgendwie lernen.
beim Hund, der Hund ist ein Rudeltier. Der Hund stammt vom Wolf ab und Wolf ist ein Rudeltier. Und da gab es so den Rudelführer. Und da ist es wichtig, dass jeder Wolf irgendwie seinen Platz in dem Rudel, in der Rangordnung hat. Deswegen ist auch wichtig, habe ich gehört, dass man einen Hund, wenn einen neuen Hund irgendwie im Haus, dass der irgendwie sofort irgendwie, ich hoffe mal, dass jetzt kein Tropfen da drauf fällt, dass am Anfang irgendwie der nicht irgendwie, der muss wissen, wo seine Grenzen sind damit, weil der Hund eben wirklich, er braucht diesen Platz irgendwie und dann funktioniert das auch, ja. Deswegen, wenn man irgendwie einen Hund einfach irgendwie so machen lässt, dann wird der irgendwie überhaupt unkontrollierbar und dann, ja, und deswegen. Aber der Mensch ist eben kein Hund und deswegen ist diese Idee der Traumatisierung, der Konditionierung von wegen Holocaust, alles andere ist Relativierung, außer das und deswegen, das würde funktionieren, wenn wir alles Hunde und Wölfe wären und dann gibt es halt den Führer, den linksfaschistischen Führer, der uns dann davor bewahrt, ja. Wir leben hier in einer Demokratie, die darauf aufbaut, auf dem Individuum, dass Zivilcourage zeigt, dass hier irgendwie da, na, auf der Straße irgendwie, das ist wirklich... das ist wirklich, also ich kann da nur meinen Hut abziehen oder sowas. Ich habe ja eigentlich eh schon längst, ihr seid eh alle verblödet, macht keinen Sinn. Ja, und das Gute daran ist irgendwie, was ich mir wünschen würde, dass die echten Nazis irgendwie, dass die sich so ein bisschen daran Beispiel nehmen, von wegen, es reicht hier in unserer Demokratie auch schon einfach jemanden zu beschimpfen und zu verpiss dich und so, aber nicht gleich irgendwie eins auf die Fresse geben, ja. Deswegen irgendwie hätte das ist das einzige Positive, was ich da sehen kann, dass die Nazis sehen, okay, irgendwie man kann auch jemand irgendwie dann kaputt machen, irgendwie mobben durch Teilnahme an freien Meinungsäußerungen und das ist wichtig und dazu gehört essentiell, dass wir uns ständig fragen irgendwie, das tue ich ja irgendwie, komme ich wieder mit meinem Tagebuch von meinem Papa, der da irgendwie begeistert, irgendwie bis zuletzt irgendwie noch irgendwie echter Soldat werden wollte, aber dann, als er durch kaputte Deutschland irgendwie zurück irgendwie zu Fuß gelaufen ist, war dann im Tagebucheintrag schon so nach ein paar Tagen, dass der größte Verräter der Adolf Hitler war, weil der halt einfach nur so sein Wagner-Oper irgendwie inszeniert hat, seine Fantasterei von dem Herrenmensch und es ihm völlig egal war, ob da irgendwie das Volk oder Menschen irgendwie oder ganz Europa zur Asche geht. Hauptsache, er kann irgendwie seine Fantasien ausleben. Das ist jetzt... das ist nicht gut. Das war nur so ein älteres Seil. Das ist jetzt, glaube ich, es regnet nicht. Das waren nur die Tropfen von den Bäumen. Ich probiere das zu Ende zu bringen. Ich mich halt immer frage von wegen, ja, würde ich, und ich spüre es hier in mir selber, dieses irgendwie, wie man irgendwie, und ich wäre heute nicht ein absoluter Individualist ist, der irgendwie wirklich irgendwie nur sein Ding, ne, Verlierer oder Versager, also der völlig davon gefeit ist, irgendwie so irgendwelchen größeren, für eine große Sache streben ist immer Faschismus. Ja, also der heute irgendwie nicht wirklich komplett irgendwie, der hätte damals irgendwie aber 100% mitgemacht. Ja. Und deswegen, das ist, tut mir leid, dass er jetzt hier diesen Judenstern vergleicht, das ist eigentlich, wozu brauchen wir es sonst in der Schule oder sowas, ja? Und deswegen das dann eben als eine Relativierung vom Holocaust und zu beschimpfen. Die Politiker haben sich das ja nicht getraut. Wo haben wir das? Das irgendwie, da kommt irgendwie nur irgendwie einen riesigen Fehler gemacht, ja? Das sind halt die Politiker, die Versager, die sich nicht trauen irgendwie. Während irgendwie der Präsident der Goethe-Universität, der hat das wirklich Holocaust-relativierende Aussage. Eigentlich müsste man jetzt einen Strafantrag gegen diesen Professor irgendwie stellen, dass er selber den Holocaust relativiert, weil nämlich der Judenstern noch nicht der Holocaust war, sondern eine essentiell
für uns wichtige Lehre, die wir immer wieder irgendwie uns fragen und stellen müssen. Ja, und wenn man das halt verbietet und das dann schon zum Holocaust macht, dann relativiert man damit eigentlich den wirklichen Holocaust. Ja, und das machen die halt alle, weil sie irgendwie damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und deswegen ist alles auf einmal schon eine Relativierung vom Holocaust, weil wir damit natürlich nichts am Hut haben. So, und damit kann ich jetzt zum Ende kommen. Denn das Schlimme ist ja, der linke Faschismus ist immer intellektueller Natur. Und Adolf Hitler hat ja schon, ne, Propaganda hat volkstümlich zu sein und sich an die Masse, an den niedrigsten irgendwie gemeinsamen Nenner zu richten. Ja? Der Linke ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Der ist nur das Zwischenspiel, um das mittlere Volk irgendwie so weit irgendwie zu polarisieren, dass er dann irgendwie sich dann für das Volk entscheidet, also für den Rechtsradikalen. Und es stimmt schon, es ist irgendwie der rechte Faschismus, der macht Hass auf eine ausgrenzende Gruppe, ja, irgendwie eben die Juden oder die Ausländer, ja, während der linke Faschismus, der will das eigene Volk umerziehen. Deswegen, wenn dann der linke Faschismus irgendwie aus dem Ruder läuft, wie eben Stalin oder Roten Khmer, ja, die da ein Viertel ihrer Bevölkerung irgendwie erschlagen haben, ja, da hat es schon gereicht, wenn man irgendwie eine Brille hatte, war man intellektueller und ist man erschlagen worden, ja. Die wollen halt das gegen das eigene Volk, die wollen es dann umerziehen, ja, und das ist eben das, was man zurzeit eigentlich ja eben sieht. Und der Palmer ist eigentlich der Einzige, der immer dafür streitet, dass man hier mal die Mitte und dass wir auch mit den anderen reden, die wir eben nicht mögen, ja, und auch Dinge sagen, die dem anderen nicht gefallen, aber trotzdem können wir Sachen sagen, ja. Zum Beispiel ich, Verlierer und Versager irgendwie. Wenn ich dann jemanden Versager nenne, dann kann er mich wahrscheinlich auch schon wieder verklagen, weil das Wort Versager allgemein eine Beleidigung ist. Und selbst wenn ich sage von wegen Verlierer oder Versager, und du würdest ja eh lieben gerne den Versager machen, weil der kann doch jede Menge Spaß haben. Ja? Das ist halt diese Sprachpolizei, und das fand ich ja am Anfang, diese schwachsinnige Idee, dass man praktisch durch das Wort verbieten, das direkt irgendwie den Hass zum Ausdruck bringt, den Hass irgendwie beseitigt. Ja, das ist halt dieser linke Faschismus. Und ich wollte jetzt nur noch erwähnen, wir sind es ja jetzt gerade da in den USA, da werden jetzt eben die Errungenschaften der letzten 50 Jahre werden jetzt kaputt gemacht, ja, wo jetzt dieses Verfassungsurteil aufgehoben ist, und ja, weil halt jetzt eben die linken Faschisten es übertreiben mit ihrem Wahn der Umerziehung, ja, und dann kommen halt die Populisten und die Rechten, und die machen dann alles platt. Ja, und deswegen, wenn wir halt nicht mehr von solchen lieben Palmas haben, die irgendwie darum kämpfen, dass man einfach irgendwie so eine Streitkultur aushält, ja, dann werden praktisch irgendwie alle Errungenschaften, die für Homosexuelle, Lesben oder Ehe etc., ja, das wird alles von der AfD dann wieder platt gemacht, ja. Und deswegen, es tut mir leid, was der Palmer da gemacht hat, das war irgendwie Bundesverdienstkreuz irgendwie, ja. Für Zivilcourage, also das, und dass er das dann am Ende sogar irgendwie dann selber irgendwie selber praktisch irgendwie jetzt zugibt irgendwie, und es war völlig unangemessen oder so, und oder ist das, weiß ich jetzt nicht, aber er hat dann selber praktisch, will ja dann aus dem Grünen ist er ausgetreten und Auszeit und sich Hilfe holen oder so. Ich, wie gesagt, ich habe 20 Jahre auf der Straße irgendwie öfters, und deswegen, das ist schon irgendwie Verlierer sein irgendwie, macht keine irgendwie große Freude, ja, und deswegen, dass er jetzt irgendwie dann mal irgendwie versucht, irgendwie so, dass es so nicht weitergehen kann, ist verständlich, aber im Grunde ist das halt das Mobbing, das ist der Mob. Ja, und ich sagte ja am Anfang, das ist eigentlich wichtig, auf verlorenen Posten zu stehen, wenn man eben wirklich irgendwie sich die Frage stellt hier mit irgendwie, ob wir wieder auf irgend so einem faschistoiden Zug irgendwie uns befinden, ja.
Und deswegen, okay, es ist jetzt hier der linke Faschismus, deswegen war jetzt der Judenstern-Vergleich, das war ja rechter Faschismus, aber hier in Deutschland haben wir halt irgendwie den rechten Faschismus gehabt. Ja, und deswegen war das durchaus in Ordnung. Ja, ich meine, wenn er jetzt mit dem Roten Khmer oder irgendwie angefangen hätte, das wisst ihr ja alle nicht, was das gewesen ist. Okay, mir wird's kalt und war eh zu lang. Tschüss. Ja, dann gehen wir gerade hin. Tschüss. Tschüss. Dann geh doch nichts wieder raus. Da ist ein Taxi gewesen. Anhand von einem einzelnen Wort. Und dann wisst ihr alles über den Menschen. Ja, weil du verwendest es mit einem Grund. Das ist nichts anderes als der Judenstern. Das ist einfach nur Relativierung. Das ist nichts anderes als der Judenstern. Wir haben gesagt, Nazis raus. Fühlen Sie sich angesprochen? Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Denkt mal drüber nach. Tschüss! Ja, ich frage, woran kann man das bei mir erkennen? Ja, an meiner Facebook-Seite. Ja, und woran? Ja, Sie benutzen das N-Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich benutze das Wort Neger. Tue ich auch hier in diesem Raum. Weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Sondern die Frage ist immer die des Kontextes. Ja? In welchem Kontext benutze ich das Wort Neger? Wenn ich eine Person, die vor mir steht, als Neger bezeichne, weil sie schwarze Hautfarbe hat, ist eine justiziable Beleidigung. Brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Wenn ich aber die Frage diskutiere, ob Astrid Lindgrens Roman in Zukunft Südseekönig oder Negerkönig schreiben soll, dann ist es eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes Neger. Und auf der beharre ich. Und ich lasse mich nicht aus dieser Verwendung des Wortes an sich zum Nazi oder... Jetzt gehen wir tatsächlich wieder zum Programm über. Also ich möchte auch noch ganz kurz dazu sagen, dass ich es persönlich jetzt sehr schade finde, dass Herr Boris Palmer mit diesem Auftritt und dieser komischen Intervention jetzt die vielen kritischen Debattenbeiträge, die vielen klugen Beiträge und auch gewisse Sensibilitäten, die Vorredner hier gemacht haben, aus meiner Sicht zerstört hat. Ich stimme ihm nämlich überhaupt nicht zu, nämlich dieser Begriff hat nicht nur etwas Sprachliteraturwissenschaftliches zu tun, dieses N-Wort ist auch ein kolonialistischer Begriff gewesen, dieses N-Wort hat in vielen Kulturbereichen auch zu Unterdrückung, Gewalt, Hass und sonstigen gesorgt und so wie Sie es darstellen, kann ich Ihnen auch einfach nicht zustimmen und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch zu emotional, um die Moderation weiterführen zu können, wenn man sich nämlich als Moderator mit so einer inhaltlichen Wende, die ich sehr bedauere mit Blick auf die vorhergehenden Beiträge, dann soll man die Moderation auch niederlegen und das werde ich jetzt hier offiziell tun. Das tut mir sehr leid für Susanne Schröter und die Vorredner, aber ich möchte mit Ihnen, Herr Palmer, auch nichts mehr zu tun haben. Dankeschön.